So, willkommen zurück mal wieder bei einer Aufnahme von Sky Factory 3. Heute mal allein auf dem Server, da wir es gerade früh um 4:30 haben. So, wir schauen einfach mal. Bei der Mob-Farm müssten jetzt auch die Sachen rumliegen, weil sie nicht schon despawned sind. Na komm, lass mich rein. Und ich habe da zwischen den letzten zwei, zwischen der und der letzten Folge ein bisschen Erz noch gefahren, wie man hier unten sieht. Ein bisschen Compressed Gravel hergestellt und durchgesieft und. So, wir gucken mal, hier gab es wieder einen schönen Lootback. Ja gut, der Lava-Eimer kommt recht gut, das nehmen wir alles mit und da fallen weiter die Mobs runter. So, das hier rein, ich kann euch auch gleich zeigen, was ich zwischen den letzten Folgen noch ein bisschen gesieft habe. Hier sind die Erze. Das Ding ist voll und wir wollen uns jetzt als erstes an den Hammerer machen, denn ich brauche da hinten entweder einen Vakuumhopper oder hier, wie heißen sie? Da, Hopper drin. Ja, das brennen wir erstmal schnell durch. 16 und 8, ja gut, 24, das reicht locker aus. Hier haben wir auch noch was drin. Dann nehmen wir hier die Half-Steps raus. So, 31 Stück. Das heißt, hier haben wir es doch schon. Wir bauen erstmal eine Nummer. Ah, okay. Jetzt muss ich gucken, woher krieg ich am besten Eisen. Iron. Dir. Okay. Dann haben wir jetzt ein Problem. Ach, und ich wollte einen Tierspawn-Platz bauen, wo wir dann auch später Witchwater anfertigen. Und ach Gottchen, noch auf ein anderes Gedöns. Das da rein. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns gleich eine neue Axt machen. Hierher bitteschön. Und wir machen und ne, das war's eigentlich. Mehr brauchen wir vorerst nicht. Ach doch, hier. Genau. Das da. So, wir machen uns nochmal eine Compressed Crook und holen uns hier alles runter. Ja. Halt, das war falsch. So, ja. Der Rest kann ja bleiben und so despawnen. Das juckt mich da herzlich wenig. Holz werden wir nämlich noch en masse brauchen hier. Wenn ich nicht sogar irgendwann auf Stein umsteige. So. Der Apfel kommt und die nächsten Saplings werden gesetzt. Holz kommt da rein. Da kommt dann auch das Gedöns rein. So.
Erde wird immer benötigt. Da kriegt man nämlich auch noch schöne Seeds raus. Das werden wir aber auch irgendwann automatisieren. Wir haben so viele Saplings hier. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, da geht's los. Wir haben uns jetzt wohl Iron Smash machen. Und... oh. Läuft. Eine Schaufel brauchen wir uns auf jeden Fall erstmal nicht mehr craften. Ne? Das... Redstone, das ist nice. Das brauchen wir auch alles später noch. 15 Erde haben wir. Saplings kommen hier rein. Wir brauchen das. Und zwar brauchen wir, wie gesagt, ein Iron Mesh. Das craften wir mit Strings und Eisen. Strings haben wir zum Glück noch. Und da haben wir es. Und dann werden wir uns auch gleich... oh, es müsste sogar noch für ein paar Hopper reichen. Gucken wir gleich mal. Das müsste... yep, das geht. Haben wir schon mal 4. Ich brauche aber mindestens 9er. Und noch ein paar extra Kisten. So. Ja, Compressed Mesh. Dings Sieve machen wir uns noch. Wo ist jetzt? Da. So. So. Und ich glaube, ja. Läuft. Einige Rezepte kennst du gar noch im Kopf. Das da. Und jetzt geht's erstmal hier los. Oh, auf Anhieb gleich erstmal ein Dir. So muss es sein. Einen brauche ich noch. Komm. Einen einzigen. Komm, einen einzigen. Los. Boah, ernsthaft? Ey, ich will einen einzigen Diamanten haben. Ja. Ja, genau. Hier. Wie gesagt, ja, keine Ahnung, was ich jetzt sagen will. Doch, ich brauche ein Dir. Wenn das so weitergeht, da habe ich ja vorher 20 Stacks Eisen und bevor ich einen Dierhammer habe. Oh, komm schon. Verarsch mich jetzt, nee. Da, Mann. So, das. Genau, jetzt können wir hier gleich erstmal wieder das da machen. Und das da reinhauen. Der Rest kommt erst einmal hier rein. So, dann brauche ich davon 2. Und den Rest Eisen. Und dann müssen wir uns Gedanken über die Stromversorgung machen. So, komm, komm. Und wir haben unseren Automatic Hammer. Sehr schön. Ich muss den erstmal da einstellen. Ach nee, doch, ist doch richtig so. So? Ja, genau. Muss nur einen Block nach oben dann. Jetzt gucken wir uns mal die Solarpanels an.
La Pernotia 1. Das mache ich aus Eisen und Sand. Hier. Da haben wir den Sand. Ich werde gleich noch mal ein paar Öfen herstellen. Die werden jetzt auf jeden Fall benötigt. 1, 2, 3, 4. Ja, da gab es natürlich ein Achievement. So und so. So. Auf 4 aufgeteilt. 16, das heißt für jeden 2 Kohle. So, so, so und so. Der Rest kommt da rein, das restliche Sand kommt da rein. Hier gibt es noch mehr Eisen. Und es regnet Achievements. So muss es sein. So, und damit uns da hinten nichts verloren geht, setzen wir natürlich die ersten Sachen hier schon einmal. Da ist die Axt. Ey, erschreckt mich nicht so. Ich brauche einen Half-Slap. Und wir machen ganz schnell Tag, denn auf der Mob-Farm können Mobs spawnen. Das habe ich ganz vergessen. Und was, wieso hat Tyrox so komische Chunks geclaimed? Das ist seltsam. Aber gut. Das da rein, das kommt wieder da hoch. Mit Agrikultur werden wir uns natürlich auch noch beschäftigen in irgendeiner Folge. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und das wird da abgebaut, erste Mal. Stopp mal. Was willst du hier? Wo hast du sterben, Alter? Schabragge. Jetzt aufpassen, dass da nichts rauskommt. 1, 2, 3 brauchen wir noch. Shit. Da müssen wir doch noch mal ganz kurz was durchsieben. Das wollte ich eigentlich schon mal offscreen machen. Aber das geht hier wohl leider nicht. So, aber ihr seht, es geht voran. So muss es sein. Eisen kommen. 20. 22. 23. Ernsthaft? Ich brauche 5 Stück. 4, 8, 12, 16, 32. Oh, das reicht sogar schon. Das reicht sogar schon. Hä? Habe ich mich jetzt verrechnet? Ich brauche noch 3. Ach nee, 15 Stück brauche ich ja. Jetzt habe ich 8. Okay. Dann geht's natürlich weiter mit 7. Ja. Gucken wir werden. Der Tyrox hat schon Tinkerschmelz, okay. Die werden wir uns natürlich auch noch holen, versteht sich. Das machen wir aber auch schön in einer gemeinsamen Folge. So, und es kam kein Eisen. Hä, wieso hat er das jetzt dort hingeschmissen? Ist der dämlich? Hm.
Okay. Warum habe ich jetzt auf immer so viel Redstone? Das irritiert mich gerade. Oh, Glas ist fertig. Dann geht es natürlich gleich ran ans Solarpanel. Kisten hier raus. Aber für das brauche ich auch Eisen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Gut, dann muss der auch aber warten. Das. Wow. Das. So. So. Wir bauen gleich ein paar mehr. So, 4 Stück reicht erst einmal. Und dann kann ich immer noch einen Hopper bauen. Und jetzt brauchen wir Holz. Was ein Glück, dass ich erst Holz gefarmt habe. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir noch 2 Redstone über. Läuft. Okay. Ich brauche einen Picker. Wir nehmen uns eine Standard-Holz-Pickaxe. Der wird weggemacht. Das wird weggemacht. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. So, da kommt der Hopper hin. Das war ein Fail. Nein, hier, das da will ich haben. Das. So. Hier unten kommt dann noch ein Hopper hin. Den könnten wir eigentlich auch gleich setzen. Stopp, 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 stopp. Stopp, das soll hierher kommen. So. Dann nehmen wir jetzt gleich erstmal den Hopper. Dann hier Eisen. Ich brauche definitiv noch einen. So, dann brauche ich meinen Haarset, damit ich auf die Kisten hochkomme. Jetzt ist die Frage, so müsste das, glaube ich, auch gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So, dann kommst du her. Ach nee, wartet mal, das ist ein Hammerer, der macht mir jetzt erstmal ganz in Ruhe Kies und so weiter. Hier rein damit. Rein, okay, zu voll. Dann ist ja jetzt die Kiste ja im Grunde eigentlich auch falsch. Reicht das aus für alles? Nee. Das war mir wieder so klar. Raus. Und jetzt kommt die Stromversorgung. Ja, warum leitet das kein Strom weiter? Das kein Strom weiter? Das ist jetzt eine echt gute Frage. Hier hatten wir Energetic Alloy. Dann gucken wir mal, wie teuer Energiekabel sind. Die man mir nicht anzeigt. Ender. Energetic Alloy. Das kriege ich durch Sandkies. Oh. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin.